Beim Ableiten einer Funktion entsteht dieselbe Funktion erneut. Welche Eigenschaft muss diese Funktion besitzen? Naja, in jedem Fall muss diese Funktion die Eigenschaft besitzen, dass die Steigung der Funktion gleich den Funktionswerten sein muss. Das heißt, wir müssen hier in jedem Fall gegeben haben, dass f' von x gleich f von x ist. Oder wenn man jetzt auch sagt, die Stammfunktion f von x, wenn ich die einmal ableite, dann muss ich eben dann auch wirklich wieder die Ausgangsfunktion haben. Also all das muss immer gelten. Es muss immer dasselbe rauskommen. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen in jedem Fall nie Nullstellen oder Extremstellen. Wenn wir irgendwo Nullstellen oder Extremstellen kriegen, dann hätten wir ja hier Intervalle, die sich da bilden und somit Änderungen zwischen der Ausgangsfunktion und der Stammfunktion. Das geht also auf gar keinen Fall. Und wir brauchen noch eine weitere Eigenschaft. Die Integrationskonstante muss in jedem Fall 0 betragen. Wir sagen ja immer, dass wenn wir jetzt aufleiten, also zum Beispiel, wir wollen jetzt hier das unbestimmte Integral bilden von f von x dx. Das heißt, wir wollen die Integrationsfunktion bilden. Dann haben wir ja dann immer die Stammfunktion f von x und sagen, okay, bei dieser Stammfunktion wissen wir nicht, ob nicht eventuell hinten eine Konstante noch dranhängt. Und deswegen packen wir da einen Platzhalter dafür dran, also ein plus c. Das muss aber in diesem Fall 0 sein. Und das sind sozusagen die Bedingungen, die hierbei entstehen. Okay, gucken wir uns mal die ganze Nummer einmal an. Ich weiß nicht, hast du vielleicht eine Funktion im Kopf? Überleg mal, welche Funktion, wenn du sie ableitest, ist genau wieder so wie die Ausgangsfunktion. Nämlich, wenn du da eine gefunden hast, dann kannst du ja im Rückschluss sagen, na gut, wenn ich eine Funktion ableite und sie ist wieder so wie die Ausgangsfunktion, dann müsste es ja auch mit dem Integrieren so klappen. Und das ist in diesem Fall bei der Funktion f von x ist gleich e hoch x der Fall, denn hier sind alle unsere Bedingungen daran erfüllt. Wir würden sagen, eine Integrationskonstante würde 0 betragen. Also sagen wir mal, das wäre jetzt hier auch unser f von x, also unser Groß f von x, unsere Stammfunktion e von x, da fehlt ja hinten dann ein y-Achsenabschnitt. Insofern also eine Konstante fehlt dort. Und wir haben hier keine Nullstellen, auf keinen Fall. Die Funktion läuft hier asymptotisch zu, die schneidet die x-Achse nie. Irgendwie bei Minus unendlich ist sie immer noch ganz, ganz klein, da irgendwo dort, aber ansonsten nicht. Und wir haben keine Extremstellen und somit können wir sagen, dass wir, egal was wir mit dieser e von e hoch x machen, wir können sie ableiten, da kommt e hoch x raus, wir können sie aufleiten, da kommt e hoch x raus, aber eben natürlich mit der Integrationskonstante immer plus 0, aber ansonsten ist das genau das, was wir hier gesucht haben. Wenn man sich diese Fläche jetzt hier mal vorstellt, dann ist ja diese rötlich gefärbte Fläche exakt die Fläche, die wir hier nochmal etwas fetter rot markiert haben, nämlich zwischen 2 und 10. Wie ergibt sich jetzt diese Fläche? Wenn man jetzt die Fläche von 0 bis 10 nehmen würde, die wir hier grün schraffiert haben, und davon die Fläche von 0 bis 10.